Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hier auf dem Hateno-Turm. Was ist das denn da? Ja, es gibt noch einiges zu entdecken. Denn das haben wir herausgefunden, nachdem wir beim nächsten Mal Bram! Ja, den Bereich hier freigeschaltet haben. Alysanderberg. Ablo-Ebene. Okay, das ist gerade interessant. Führt die Schlucht. Nee. Waren wir da unten schon? In der Schlucht drin da unten? Beim Eichsee? Wo ich eigentlich... Also da haben wir Rohstoffe markiert. Das muss doch, oder? Ganz tief gelegen. Seht euch das mal an. Ah. Nee, hier waren wir nicht. Hui, du hast mich auch entdeckt. Und direkt Krogsahn zum Anfang. Besser geht's doch nicht. Tschüssi. Da sind auch Mineralien. Ja, ja, schießt du mal da hinten. Tschö. Autsch. Der Eichsee. Schön. Aber auch wieder ein bisschen Glück dabei. So, genau hier wollte ich hin. Wo führt der Weg denn jetzt hin hier? Bitte dann zur Mablo-Ebene. Hier waren wir beim letzten Mal. Und hier wollte ich nicht durchgehen, weil hier war auch ein Moblin. Der da. Zunge einfach draußen hängen hier. Autsch! Oh oh. Stopp! So. Boah, habt ihr das gesehen? So muss ein Bumerang funktionieren. Auf Distanz und weg ist er. So, wo führt bitte dieser Weg jetzt hier hin? Hier nach draußen und dann hier auf die Mablo-Ebene? Sieht so aus. Hallo. Die saftige Gras. Ja, da ist der Turm. Tatsächlich. Das ist nur ein kleiner Durchgang. Nicht die Dinger. Okay. Schön, schön. Dann haben wir hier ein ganz kleines Wäldchen. Das sicherlich auch das ein oder andere Geheimnis in sich verbirgt. Weiß vielleicht nicht die ja, sinnvollste Idee, das Ganze so zu machen, aber es hat geklappt. Und der Bumerang ist toll. Ich mag den Bumerang.
Bumerang. Da. Großer Bumerang. Macht aber echt überirdischen Schaden. Eine Kiste und... Ah, die Viecher. Mit Eisflederbeißerflügeln. So. Dann einmal bitte ein bisschen Eis herauszaubern. Und zwar genau da unter die Kiste. So. Und was haben wir hier? Ein violetter Rubin. Dankeschön. Und noch eine Maxi-Rübe. Wir können auch gerne bald noch mal ein bisschen kochen. So, ein Ausdauerpilzchen brauchen wir nicht unbedingt. Ansonsten sehe ich jetzt gerade nichts mehr. Was haben wir hier denn? Glühwürm-Hochland. Dann hier ein Weg zur Südbucht. Hateno-Insel, Nordbucht, Hateno-Strand. Da kommen wir ja von der Hateno aus super hin. Aber dem Pfad hier würde ich gerne noch folgen. Da kommen Pferde. Und drei Eicheln. Und ein Hyrule-Pilz. Pferdchen? Da kommt's ja. Ach, das ist so toll, oder? Dass es angeritten kommt. Ah, apropos angeritten. Ich würde gerne erstmal hier das, doch sehr groß ausfallende Bockbinlager aufräumen. Was haben wir denn noch? Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall kochen. Ah, hier. Wow. Nee, Bogen war richtig, aber bitte das hier. Hat er eine Waffe? Oh, ja, ja, ja! Oh, oh. Boah. Nee. Nehmen wir alles mit hier. Die Bockkeule. Sollte ein bisschen Schaden ausrichten, oder? Hateno, ich komme bald. Aber erstmal ruft die Pflicht hier. Ja, da hakt's gerade ein bisschen. Reiseschwert. Tut mir leid, Großer. Es ging nicht anders. Da ist aber leicht gehakt gerade. Meine Herren, ich dachte schon. Moblinhauer. Schön. Thank you.
Ja, weg ist er. Quatsch. Und was haben wir hier? Nichts. Hat's ja gelohnt. Und? Holzpfeile? Opal. Ist auch okay. Ein Bockbogen, aber hier. Horn und Hauer. Keine Pfeile. Aber er hier hatte einen Reisebogen dabei, oder? Habe ich mich da verguckt. Ach, sogar ein Ischienbogen. Dann werfen wir auf jeden Fall dafür einen anderen weg, denn wir haben noch Bockbögen, oder? Na, guck mal hier. Weg damit. Aber zwei davon. Zeigt auch schon, dass wir damit auch nicht großartig sparsam sein müssen. So. So viel zum Lager. Dann folgen wir jetzt erst einmal hier diesem Pfad. Zur Südbucht, genau. Ah, da ist ein Krog. Sieht ihr ein Blinder mit Krückstock? Ich will den mal kontern. Da komm. Komm, komm, Bockblind, trau dich. War gemein, oder? Seine Waffe zu klauen. Was hat er da gemacht? Da war irgendeine Höhle. Habt ihr das gesehen? Oh, es tut mir leid, Fuchs. Oh, es tut mir leid. Das war bestimmt Kapp von Kapp und Kapper. Ach, seht mal. Eine Höhle voll... Mineralien. Leuchtsteine. Und obendrauf ein Krog. Der eine hier. Nee. Komm. Nee. Link. Link. Perfekt. Du hast mich entdeckt. Ein Krogsam. Habe ich schon mal gesagt, ich würde gerne auf jeden Fall dann, wenn es darum geht, eines der Völker zu besuchen. Moment, ich will euch jetzt... Oh nein, der Blutmond. Oh nein. Oh nein, oh nein. Okay, also wenn es darum geht, hier, Moment, die vier Titanen. Genau, wenn wir die vier Völker aufsuchen sollen, dann würde ich gerne zuerst das Volk aufsuchen, das uns in Richtung des großen Kirschblütenbaums führen wird. Denn ich vermute mal, dass da der Krogwald ist und dass wir dort dann unsere Taschen weiter erweitern können. Der Blutmond, ihr wisst, was das heißt.
ja gar nicht bedrohlich aus. Nein, nein. Oh, was ist das denn? Was haben wir denn hier? Ein Holzschild. Da er aus leichtem Holz besteht, ist er auch für ungeübte Kämpfer geeignet. Aus dem gleichen Grund schützt er aber auch nur vor Pfeilen und ähnlich schwachen Angriffen. Klingt ja super. Eine Soldatenlanze. Nehme ich mit. Und seht mal hier. Ein Holzbogen. Besser als ein Bockbogen. Autsch! Okay, schön. Moblinauer. Oh, Moblin-Hornotauer. So. Meins! Meins! Ha! Beide gefangen. Und ihr seht schon, oder? Ganon hat uns nicht lieb. Ganz und gar nicht lieb. So, da haben wir den Wasserfall und dann endet hier auch schon der Weg. Dann gehen wir hier nochmal weiter. Das sieht so bedrohlich aus, oder? Oh Mann. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Gerade unten das Lager leergeräumt, da sind sie wieder da. Wo führt der Weg hin? Gar nicht da. Der Blutmond. Trotzdem hoffe ich... Boah, was ist das denn? Da habe ich aber Angst vor. Richtiger Bulle hier. Nee, nee, nee. Können wir gerne später versuchen. Zumal wir hier auch schon wirklich, ihr seht es ja, das nächste Gebiet haben. Da ist ein Tempel. Wir haben viel zu viele Tempel. Was ist das denn? Auf der Ateno-Insel. Braucht man ein Floß für, um da hinzukommen. Da ist ein Krog. Nur für den Krog machen wir das, ja? Nur aus dem einen Grund. Oh Mann. Die Spielwelt ist so riesig. So wunderschön. Und da ist ein Turm auf der Klippe. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, was ist das denn hier? Wie zerklüftet. Okay, gleiches Spiel wie immer. Oh. Dann der und der hier oben. Perfekt. Du hast mich entdeckt. Ja, ihr verrückten Crocs. Tschüssi. Ja. Thank you.
Was ist das denn da für eine Insel? Ah, sei. Ja, wir folgen jetzt mal hier den äußeren Küstenverlauf. Der ist ja auch da, in dem, was ich meine. Mehr aber nicht. Jetzt runter. Oh, ne. Ja, auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg nehmen wir den mit, okay? Auf dem Rückweg. Abgemacht. Boah, ist das schön. Das ist eine riesige Insel da hinten. Ja, die Küste müssen wir uns dann irgendwann mal angucken. Das ist ja Wahnsinn. Nee. Bier. Ah, ich verstehe. Ihr seid so bescheuert, ihr Crocs. So, guck mal hier. Hier fehlt was. Mich entdeckt. Ah, diese Crocs. Tschüssi. Da ist einfach ein Tempel mit dem Wasser. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Was ist das da? Warum gibt es kein Fragezeichen als Symbol? Das wäre manchmal, glaube ich, echt richtig. So, jetzt regnet es. Jetzt kommen wir nicht nach oben. Das ist ja auch wieder super. Das ist echt verrückt. Also die Spielwelt ist... Den Tempel nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Auch wenn jetzt ein bisschen abgelegen ist, aber... Schrein in der Nähe. Das stimmt wohl. Guckt's euch an! Was macht er da? Ultraflubber. Nein, das sieht nicht schön aus. Moment, schnell unser Kopftuch anziehen. So. Dann geht das ein bisschen besser hier. Ja, die Küste unten reiten wir dann mal gesondert ab. Wäre jetzt zu viel des Guten. Boah, ist das schön. Aber ich glaube nicht, dass wir mit einem Fallschirmflug bis zum Tempel da unten kommen. Das glaube ich nicht. Von der Ausdauer her. Wir müssten wahrscheinlich was kochen, was Ausdauer regeneriert. Ja, ich weiß, wir haben unser Pferd etwas abseits geparkt, aber... Wir erkunden jetzt erstmal. Das ist aber echt ungemütliche Kanten und Ecken hier überall. Muss ich schon sagen.
So. Oh, wir sind oben. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Hilfe! Wo bist du denn? Danke, Fee. Boah, macht der Schaden. Heilige Schande. Boah, Leute, das geht nicht. Keine Chance. Lauf, Link! Was hält der denn aus? Was bist du für einer? Stirb doch endlich! Was ist das? Bockblinz! Ja, Mutanten-Bockblinz oder was? Oh Leute. Ach du Schande. Ein Ritterschwert. Die Ritter von Hyrule waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Es ist leicht zu führen und verfügt über, eine starke Angriffskraft. Weshalb es heute bei Abenteurern beliebt ist. Boah, sieht das schön aus. Nein! 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 Ich bin so doof. Der hatte auch eins. Nochmal. Boah, ist das Spiel geil. Ohne Spaß. Ritterschwert hatten wir noch gar nicht. Soldatenschwerter, Ritterschwerter, nur eine Stufe besser. Ich liebe die Speicherpunkte, ne? Die sind so nett. Nein!
Oh, Feuer, was ist das denn schon, ne? Brenne! Kein Stein ausgraben hier. Boah, ist die stark. Wir haben es geschafft. Schön. Monster-Bob-Blins, ey. Was haben wir hier? Eine Soldatenlanze. Ein Diamantschwert wäre besser gewesen. Ein Ritterschwert. Es sind nur eins, das ist relativ ärgerlich. Vorher waren jetzt zwei. Stachelbockbogen. Haben wir noch. Ja, können wir sogar mitnehmen. Okay, ich würde sowieso gerne einen anderen Bogen ausrüsten. Nehmen wir mal den Holzbogen. Und das Schwert, damit es kaputt geht. Okay, boah. Also das war jetzt mal ein Kampf. Ne. War nicht schlecht. Bockblinz 1, wir 0. Würde ich schon sagen. Die Punkte haben sie sich verdient. Okay, wir sind jetzt doch sehr, sehr, sehr weit ab von dem Ort, an dem wir eigentlich sein wollten. Natürlich, Hateno war das Ziel. Jetzt sind wir hier irgendwo auf der Meeresklippe. Aber gut, willkommen bei Zelda. Oder eher gesagt bei Breath of the Wild. Ritterschwert. Mal rein Interesse halber. Boah. Ist das schön. Boah. Nee, aber erstmal, ne, andere Schwerter. Dazu passt dann auch der Ritterschild natürlich, stimmt. So, und der Tempel. Mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Ich wette, man kann auf dem reiten, oder? Wow! Boah! Okay, ich geb's auf. Ist gut. Schreien. Gar nicht verrückt, ne? Die Spielwelt. Okay, rein da. Es ist wirklich ganz abgelegen, war auch für mich gar nicht irgendwie als Ziel festgelegt, weil ich wusste gar nicht, dass es diesen Tempel gibt.